Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Bastelvideo. Ich habe mir alles mal so ein bisschen hingelegt, mal gucken, was zum Schluss rauskommt. Und zwar möchte ich gerne eine Muttertagskarte basteln. So eine Faltkarte habe ich mir genommen in Craftpapier. Ich habe mir einen normalen Cardstock nochmal genommen, um ein bisschen was zu verlängern. Ich habe mir das vom Action, nicht vom Action, vom Teddy, diesen Designblock geholt. Ich habe meine Kiste mit meinen ganzen Papierblumen. Ich habe allgemein nochmal Blumen, Schleifchen, ich habe Klebeband, Kleber und zum Schneiden habe ich mein Schneidebrett genommen. Wer das nicht hat, nimmt Lineal und ein Cuttermesser. Wer zu klein ist für ein Cuttermesser, der nimmt eine Schere. Und dann würde ich sagen, wir beginnen. Und zwar möchte ich eine Blumentopf-Muttertagskarte mit euch machen. Eine erste Variante, da gibt es verschiedene Sachen, die man machen könnte. Und von daher, ja, fange ich heute mit der ersten an. Sollte die Anleitung gut ankommen bei euch, zeige ich euch auch noch eine zweite, dritte oder vierte Variante. So, ich brauche allgemein jetzt erstmal eine Verlängerung. Das heißt, ich brauche ein Stück, was natürlich über meine Karte hinausgeht, was nachher aber nicht mehr auffällt. Dafür nehme ich hier meinen Cardstock. Ich werde den einfach halbieren. Das muss nicht schön sein, es muss nur praktisch sein. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen mehr Mühe geben. Und zwar suche ich mir jetzt ein Blatt Papier aus. Am besten ist es, dass es zu diesen Papierblumen nachher harmoniert. Ich werde jetzt einfach mal, ja, ich werde mir diese beiden Papiere aussuchen. Mein Blumentopf an und für sich wird diese Farbe erhalten. Und ein Blumentopf geht ja nicht gerade runter, sondern er geht ja so. Das heißt, ich muss unten diese Größe messen und oben muss es etwas breiter gehen. Da würde ich sagen, da gehe ich so 1,5 cm in die Breite. Ich mache das mit dieser Karte bündig. Das heißt, ich mache die mir erst einmal auf die Länge und zwar 15 cm. Jetzt messe ich die Breite meiner Karte und zwar ist die 10,5 ungefähr. Ich muss jetzt hier 1,5 drüber gehen und hier 1,5, das heißt 1,5 plus 1,5 gibt 3 und 3 plus 10,5 gibt 13,5. Das passt. Jetzt möchte ich für meinen Blumentopf gerne noch hier oben so eine Borde haben. Dafür habe ich mir ja dieses Papier rausgesucht. Und dieses Papier schneide ich in der Breite, wie es hier ist. Und zwar mit 13,5 und nach unten gehe ich so ungefähr 4 cm. So, jetzt muss ich ja meinen Blumentopf dass es unten passt noch anpassen und zwar hatte ich ja hier 10,5 hier unten muss ich auch auf 10,5 kommen und da wollte ich mir ja links und rechts 1,5 wegnehmen. Das mache ich jetzt auch. Ich mache mir dafür einen Punkt hin. 1,5 und von 13,5 zurück wäre ich bei 12. So, jetzt habe ich hier meine Punkte. Jetzt nehme ich mein Lineal, setze von hier oben der Kante nach hier unten den Punkt an. Und machen wir das Stück ab.
Jetzt nehme ich mein doppelseitiges Klebeband und klebe mir das hier einmal rundherum, damit ich das blaue Papier draufkleben kann. Damit es eine schönere Ansicht ergibt, mache ich von hinten dasselbe Spiel. Ich mache mir erneut das Blaue und diesen Rand und klebe das dann einmal hier komplett drauf. So, so sieht es derzeit aus. Jetzt brauche ich meine Blumenblüten. Solche ausgestanzten Fertigen gibt es zum Beispiel im Action, im Teddy, in anderen Bastelläden. Wenn man eine Stanzmaschine hat, einen Stanzer, dann kann man sich verschiedene Blüten aus verschiedenen farbigen Papieren ausstanzen. Oder wie gesagt, man kauft sich solche Fertigen. Ich habe hier alle, die ich mir gekauft habe und was es so gibt, verschiedene, habe ich alle in eine Kiste hier reingemacht. Und mal gucken, was habe ich hier? Hier habe ich so geschwungene und hier sind so diese normalen. In verschiedenen Farben und ich nehme jetzt ein großes Blütenblatt sozusagen. Ich nehme mir dann ein etwas kleineres oder ein gleich großes, versetze die, so zum Beispiel. Also ich stelle mir jetzt die verschiedensten Blumen zusammen. Klebe die zusammen. So, das kann ich eigentlich mal mit euch machen, dass es auch hier dazu harmoniert. So, davon macht man sich jetzt einige, dass man, mal gucken, kann ich das jetzt nehmen, nicht, dass es mir rutscht. Und man macht so viele, dass man hier so einen kleinen Blumenfeld sich so erstellt. Ne? Da muss man mal gucken, wie man das am besten machen könnte. Mal kleiner, mal größer. Und das mache ich jetzt. So, ich habe jetzt die verschiedensten Blüten gemacht. Große, kleine. Dann ganz einfache, wo ich einfach nur ein Steinchen hingeklebt habe. Und ich nehme noch hier die dazu vom Action. Die sehen dann so aus. Die gibt es auch in verschiedenen Farben. Und damit gestalte ich mir jetzt meinen schönen Blumentopf. Ich fange unten mit groß an. Ich werde die alle so ein bisschen ineinander kleben. Hier ein bisschen rüber, also dass alles in sich ein bisschen Halt hat. Und zum Schluss gehe ich mit diesen kleinen noch hin und mache die auch drauf. Ich werde das doppelseitige Klebeband nehmen. Ich werde diese Klebepunkte nehmen, weil mir dieser Flüssigkleber einfach zu lange braucht und dann verschiebt das alles und dann sieht es nicht mehr schön aus. Und das werde ich jetzt dann noch machen und dann ist meine Karte auch fertig. Schaut mal, das sieht doch toll aus, oder? Jetzt kann man das hier aufklappen, schreibt was rein. Und ja, wem das jetzt zu wenig ist, kann natürlich hier unten noch ein Schleifchen hinkleben. Wie zum Beispiel aus diesem Bastelbedarf, auch vom Action. Man könnte das blaue Schleifenband hier nochmal drumherum wickeln. Man könnte sich hier diese Schleife nehmen und könnte sie hier unten noch so dran machen. Eine Bordüre Glitzer hinmachen, wie man halt den Blumentopf verzieren möchte. Das mache ich jetzt auch noch mal. Das ist ja das Schöne am Basteln, dass alles individuell ist, alles man anders gestalten könnte. Und ja, so, das war mein Muttertagsvorschlag, die erste Variante. Falls euch gefällt, lasst mich in den Kommentaren wissen, zeigt es mir mit einem Däumchen nach oben, dann bastle ich noch ein paar Muttertagskarten für euch, weil wir haben ja noch ein paar Tage. Ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln und dann bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Katrin.